Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pikmin 3 Deluxe. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, ich hoffe wir sind heute bei der letzten Folge. Ich will jetzt hier noch ganz schnell die letzten zwei Früchte holen. Dafür brauche ich eigentlich auch alle Kapitäne. Ich würde sagen, wir killen erstmal den Stelzenläufer. So, Pikmins dafür schon rausgeholt. Und auf geht's. Also, ja. Zwei Früchte noch, dann haben wir auf jeden Fall alles gesammelt in dem Spiel. Ja, was soll ich dazu großartig sagen? Danach haben wir den letzten Bosskampf vor uns. Dann sind wir mit Pikmin 3 durch. Aus dem Weg, ihr blöden Viecher. Oh, ich bringe hier erstmal um. Ich habe keinen Bock, dass mein Weg brennt. Lass die armen Dinger da in Ruhe. Ach, einer der fehlt, ist jetzt nicht schlimm. Okay, zwei, die fehlen. Das macht aber wirklich keinen großen Unterschied. Auf jeden Fall jetzt hier Miniboss. Ich korrigiere mich nebenan, Miniboss. Hierfür brauche ich die zwei nicht. Die würden hier tatsächlich stören. Willst du mich verarschen? Jetzt gehst du darüber. Dass er zwischen den beiden Dingern aber auch herwechselt. So, hierfür benutze ich jetzt direkt so einen Saft. Und Sachattacke. Geht da mal hoch, weil das wurde als letztes betätigt. So, da lang. Rüge, was das Zeug hält. Das meinte ich mit die Brallen ab. So, jetzt darf ich wieder darüber wandern. Was wollt ihr eigentlich? Bisher ist keiner gestorben, tatsächlich. Jetzt ist einer gestorben. So, auf das Bein muss ich losgehen. Weil da sind noch Haare dran. Erst wenn alle diese Fellbüsche kaputt sind, kann man ihn angreifen. So, nächster Motiviersaft. Und jetzt ist mir egal, wie ihr euch aufteilt. Tötet ihn! Und tot ist er. Sammelt da gefälligst alle! So. Jetzt kann ich eigentlich auch genauso gut einmal kurz wieder zurück. Die Kapitäne muss ich dafür nicht mitnehmen. Kann ich aber schon mal hier lassen. Mache jetzt einen kurzen Cut, bis ich wieder zurück bin mit den gelben. So Leute, jetzt ist es an der Zeit, das letzte Rätsel zu lösen. Ich habe jetzt fast nur Flügelpigments dabei, damit das Gewichtsproblem jetzt nicht so hoch ist.
So. Ich werfe mal die 10 beiseite. Hol mir hier die Flügel. Sag dem, der soll die holen. Schmeiße einen beiseite. Und für den nutze ich jetzt Gewicht. Den Rest können dann die Flügelpigments erledigen. So, jetzt habe ich den Plan. Mit denen die gelben drauf zu werfen. Die ziehen das runter. Und dann kann ich hier mit dem Flügel arbeiten. Und falls gegraben werden muss, habe ich halt die gelben noch. So, mach das mal kaputt. Die Flügel kann ich mir auch leichter wiederholen, wenn sie runterfallen, als die gelben. Wo man schon das Thema runterfallen hat, ne? Die ist runtergefallen. Toll. Ich hole erst die Info. Olima, haben Sie schon Schätze gefunden? Sie waren so oft hier, dass Sie eigentlich wissen müssten, wo das ganze gute Zeug zu finden ist. Warum bekomme ich keine Berichte mehr von Ihnen? Ich muss doch auf dem Laufenden bleiben. Sie sind doch nicht in Schwierigkeiten, hoffe ich. Was ich auf jeden Fall eigentlich auch mal machen kann. So. War das die Frucht? Die sind da reingefallen, haben einen Gegner umgebracht, den ich nicht mal gesehen habe. LOL! Läuft bei euch! daran bin ich unschuldig. Wo ist das zweite Fruchtteil? Ansonsten hänge ich jetzt einfach alle an einem. Ja, dann gibt es jetzt wieder den kleinen Cut. Ich farme. Je mehr da dran hängen, desto schneller geht's. Ich weiß immer noch nicht, wo ist der Rest von der Brücke? Den suche ich mal nebenbei. So Leute, wir sind im All. Haben unsere letzten Früchte. Ich bin bereit, sie zu Frucht zu verarbeiten. Wir haben alle Früchte halt gesammelt. Jetzt fehlt nur noch der Überlichtschlüssel. 80 Getränke. Ja, weiter aufstocken geht nicht mehr. Ja, die reichen noch. Ich habe übrigens 9 Pigments verloren, weil die wer weiß wo irgendwie waren. Also auch das alle rufen hat die irgendwie nicht nach Hause gebracht. Wir haben auf jeden Fall hier sämtliche Nahrungsquellen. Sämtliche Infos habe ich, meine ich, auch eingesammelt. Also fehlt jetzt eigentlich nichts mehr. Sind jetzt bei Tag 20. Und jetzt beginnt der härteste Bosskampf des gesamten Spiels. Beim Turm der Einsamkeit. Kann auch sein, dass ich das in 2 Folgen unterteilen muss. Dieses Signal, ob das von Kapitän Olima kommt? Wenn wir Louis glauben können, muss es von ihm sein, ja. Wir dürfen jetzt nicht zögern. Abmarsch! So. Ich brauche von jedem 20. Bei dem Boss braucht man wirklich alle Pigments. Und dann heißt es, let's go. Es gibt eine Fluchtphase und eine Kampfphase. Ich denke mal, im ersten Part habe ich die Fluchtphase und dann ein zweites Video komplett für den Kampf.
An der Spitze eines hohen Turms entdeckte ich ein goldenes, schimmerndes Objekt. Es handelt sich zweifellos um einen wertvollen Schatz. Morgen sollte ich das untersuchen, auch wenn es mir Sorgen macht, dass der aus irgendeinem Grund recht stille Louis partout nicht dorthin zu wollen scheint. So, ab nach oben. Was? Ist das Captain Olimar? Ja, und das ist der Boss. Wie schrecklich, diese goldene Lebensform hat irgendwas mit ihm vor. Oh nein. Wir müssen ihn schnell retten. Unterschätzt den nicht. Der ist jetzt klein. Pass mal auf, was jetzt passiert. Oh nein. Olimar. Ich schmeiß jetzt mal einen von den blauen Probeweise rein. Wie ihr seht. Ja, die Pikmin. Anders als sonst scheinen sie den Weg nicht recht zu kennen. Der Boss, der kommt nämlich jetzt wieder. Dann sollte sie jemand von uns führen. Ich werde die Pikmin zurück zu Drake bringen. Also dann, ich und der Captain und ich suchen den Überlichtschlüssel und stoßen dann zu ihnen. Also, los geht's. Ja, ich muss die Olimar tragen, den Weg zeigen. Ja, und es gibt ein bestimmtes Kommando. Und gleich beginnt die Hölle. Es wäre übrigens viel einfacher für euch gewesen, einfach hier. So. Und jetzt beginnt der Horror. Was ist das denn? Gehört das zu der Kreatur von eben? Ich glaube, das ist ein und dieselbe Kreatur. Was? Aber sie wirkt völlig unversehrt. Captain, wir müssen hier weg. Rückzug, ich mache mir Sorgen um Brittany. Die mysteriöse Lebensform. Ist die Lebensform durchsichtig, ist sie unbesiegbar. Eingesaugte Pigment kannst du mit der Pfeife retten. Ja, ich würde mir die Infos ja gerne holen, aber... Das ist jetzt gerade ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, du. Ja, die mysteriöse Lebensform. Greif sie erst an, wenn sie sich golden gefärbt hat. Dann kann man sie wenigstens kurzzeitig stunnen. Und glaub mir, die folgt mir jetzt durch den ganzen Tunnel hindurch. So, zur Ablenkung. Brittany, lauf. So, drei tot. Die kann man übrigens in den meisten Fällen nicht einsammeln. So. Lauft. Ich muss jetzt hier einmal im Kreis rennen.
Einmal hier rum. Kommt! Wir müssen einmal Kreise laufen. Ich muss das Vieh mal hin und wieder wirklich einfach im Kreis führen. So, warten, dass es da auch wirklich runtergeht. So, jetzt. Jetzt den Weg laufen. So, die mal getrennt voneinander wieder laufen lassen. Mir stoßt die ganze Zeit irgendwas auf, ne? Also deswegen hänge ich auch hin und wieder mit dem Ton. Oh, einer von euch war fleißig und ist hier stehen geblieben. Die müssen ganz schnell sterben. So, alle ganz schnell da rein. Da sind Sachen drin, die ich gebrauchen kann. Ach, Kacke. Fries! So, tschüss! Ich verpiss mich! Ja, ich habe ein Problem. Das ist so ein dicker, fetter Oschi. Ja, Olimar wurde verschluckt. Ich muss ihn verschlucken lassen, weil sonst hätte ich ihn niemals angreifen können. So, jetzt habe ich die kurze Zeit. Jetzt muss er nämlich auch sich erstmal wiederbeleben. Ah, gut, diesmal sammeln auch 10 Pigments ab. Gut. Kommt, dann seid ihr wenigstens ein bisschen schneller. Ey, mir ist egal, wer von euch schiebt. Schiebt ihr jetzt mal? So, Brücke bauen. Der Bereich hier ist gut, da kann man den nämlich gut im Kreis führen. Wo sind denn meine Roten? So. Nehmen. Töten. Kurz auf Karte gucken. Mir einen Fluchtweg machen. Weil ich muss den jetzt, wie gesagt, einmal im Kreis führen. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ich muss jetzt hier wirklich einmal im Kreis erstmal rennen. Und auch warten, bis der in dem Gang ist.
Währenddessen, Brittany, lauf schon mal vor. Damit Oli mal schon mal in Sicherheit gebracht wird. Ja, komm doch. Hier bin ich. Kann ich eigentlich auch. Nö. Das juckt den nicht. Habe ich halt nie vorher ausprobiert. Nein, bleib da dran! Die wissen auch nicht, wohin damit, ne? So, da ist die Brücke und hier ist erstmal der Bereich, wo ich mir die restlichen Brückenteile hole. Brittany. Halt dich nur bereit. Mit Brittany muss ich nämlich jetzt eine Runde rennen. So, ignorier da bitte. Zu Brittany wechseln. Ach komm, den Captain kann ich auch direkt hinterher. Lauft! Habe ich hier einen gelben vergessen? Ich habe hier einen gelben vergessen. Der wahrscheinlich eigentlich einmal einer von denen war. So. Bomben dabei. Immer diese kleinen Viecher. Ja, mit denen muss ich noch eine Runde rennen. So, wir kürzen das hier ab. Schade, hab gehofft, auch ein paar von denen mit zu erwischen. So, hier weiter rennen. Hier müssen die restlichen Brückenteile sein. Ja, die Steinbomben, die habe ich nicht mehr. So, jetzt kann die Flucht beginnen. Kommt! Wo sind die restlichen Brückenteile schon wieder mal? Immer suche ich die wie ein Bekloppter. Ich dachte, die wurden hier schon alle abgesammelt. Ja komm, das Ding nehme ich mir mit. Das werde ich noch brauchen können. Ja, können dir. Kommt, Jungs. Kommt, Leute. Diese Kreatur muss etwas an mir finden. Ich bin wohl nicht in Gefahr.
Doch sie lässt mich auch nicht gehen. Mit Hunden bin ich schon immer gut ausgekommen. Doch eine Kreatur, die wie ein Schatz aus flüssigem Gold aussieht... Ah, ich bin müde. Mein Anzug versetzt mich wieder in Schlaf. Na kommt, Jungs! Wir müssen hier raus! An einem dunklen Ort entdeckte ich eine Blume, die mir bekannt vorkam. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ist dies eine Lumino-Blume, die ihre Blüten öffnet, sobald sie Licht ausgesetzt wird. Das würde bedeuten, dass es eventuell in der Nähe eine starke Lichtquelle gibt. Ja, Leute, ich mache hier auf jeden Fall mal einen Cut. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter, weil das ist ein wirklich langer Weg noch. Ich hoffe, ihr hattet bisher Spaß beim Zusehen. Ich lasse jetzt extra das hier, damit die Zeit nicht runtergeht. Ja, und wir sehen uns hier dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!